Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin heute auf der Barbecue- und Grillweltmeisterschaft in Stuttgart. Ich bin schon auf dem Messegelände. Ich werde euch jetzt ein bisschen mitnehmen, ein bisschen rumführen, heute und morgen. Also heute ist Samstag. Ich schätze, in so circa einer Stunde geht der erste Gang. Ich nehme euch ein bisschen mit, führe euch ein bisschen über die Messe. Dieses Jahr sind ein paar mehr Teams da, dadurch, dass es nicht mehr die deutsche, sondern die Weltmeisterschaft ist. Es sind über 100 Teams, ich glaube zwischen 120 und 140 Teams sind angemeldet auf jeden Fall. Ich glaube 137 ganz genau. Aber ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Wir schauen uns mal an, was hier für Aussteller sind. Ich habe gesehen, hier sind schon ein paar gute, ein paar große Aussteller. Ich werde euch erstmal die einzelnen Gänge vorstellen, die die Teams schicken müssen. Also was in den Regularien drinsteht, was sie so machen müssen oder was Pflicht ist. Und dann laufen wir mal rum. So, also heute am Samstag, der erste Gang wird sein Hühnchen mit Beilage. Ist um 13 Uhr bzw. um 13:30 Uhr Abgabe. Das ist so wie letztes Jahr. Die einen Teams geben zur vollen Stunde, die anderen zur halben Stunde ab. Dann zweiter Gang ist Schwein ohne Knochen mit Beilage. Dritter Gang ist vegetarisch, süß oder salziges Gericht. Dann geht es weiter mit Gang 4 morgen am Sonntag. Das ist Fisch mit Beilage. Dann der fünfte Gang ist Schweinefleisch mit Knochen und Beilage. Und der sechste Gang ist Rindfleisch mit Beilage. In den einzelnen Gängen gibt es jeweils Pflichtbestandteile. Das ist normalerweise das Fleisch. Das wäre hier im ersten Gang 5 ganze Hähnchen. Dann im zweiten Gang wären es 3 Kilo Schweinenacken. Im dritten Gang sind es 2 Kilo Karotten. Dann im vierten Gang ist es eine Lachsforelle, ca. 3 Kilo schwer. Im fünften Gang ist es Tri-Age-Schweinekotelett, 5 Stück. Im sechsten und letzten Gang sind es drei Tri-Tip-Steak, die man verwenden muss. So viel zu den einzelnen Gängen und den Regularien. Aber jetzt gehe ich mal weiter übers Messegelände und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich bin jetzt auf dem Außengelände von der Messe angekommen. Es ist, glaube ich, ein bisschen anders strukturiert, wie es letztes Jahr war. Dieses Jahr ist es, glaube ich, so gelöst. Wir sind circa bei Halle 5, dass hier die ganzen Aussteller sind. Alle zusammen auf einem Platz, quasi alle vor Halle 5. Und hier oben findet quasi die Meisterschaft statt. Das wäre Halle 7 dann, glaube ich. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass das Ganze ein bisschen getrennt ist, weil dann kann man sich hier in Ruhe die Sachen angucken und kann später dann bei den einzelnen Teams vorbei. Und ich glaube, so können die auch ein bisschen mehr in Ruhe arbeiten. Also ich habe mir jetzt gerade eben diesen Grill, den ich euch gerade gezeigt habe, bei Weber erklären lassen. Man kann eine Temperatur einstellen, ich würde mal sagen, ähnlich wie bei einem Ofen. Ja, man kann es mit dem Handy steuern. Ja, mal schauen, ob das die Zukunft wird. Moesta hat auch wieder einen Stand. Wir haben das Modell hier komplett innen hier mit Edelstahl ausgekleidet, genauso wie die Schublade ist aus Edelstahl und außen dementsprechend. Dieses Jahr einen etwas kleineren Stand, aber ich finde es mit diesem Pavillon immer ziemlich cool. Und eigentlich ist bei denen immer gut was los. Also die machen eigentlich die ganze Zeit immer irgendwelche Vorführungen, grillen immer was an. Ich wurde gerade gefragt, der Lavastein, ob der halt korrodieren kann oder rosten kann. Nein, also es ist eine reine Steinplatte. Stein, Lavastein. Den kann man das ganze Jahr so draußen lassen. Ankerkraut ist auch wieder mit einem recht großen Stand vertreten. Hier der Schwarzwälder ist auch wieder da. Ich denke mal, die verkaufen ja auch wieder Fleisch. Hier der Big Green Egg ist wieder mit einem riesigen Stand vertreten. Und wie man auch hier vorne sehen kann, arbeiten die auch wieder mit dem Keltenhof zusammen. Also die haben hier den ganzen hinteren Teil von dem Parkplatzstück. Also es ist ein Riesenstand.
wird jetzt mariniert mit ein bisschen Knoblauch, mit ein bisschen Chili, mit ein bisschen Sojasauce und von unserer coolen Soße hier. So, ich bin jetzt mal hoch zu den Teams gegangen, weil in 15 Minuten der erste Gang geht und schaue mich hier jetzt mal ein bisschen um. Aber ich gehe nachher noch mal runter und schaue weiter die einzelnen Aussteller an. So, der erste Gang ist jetzt bei allen Teams raus. Ich werde versuchen, jeden Gang abzudecken. Ich schaue mal, dass ich bei jedem Gang bei einem anderen Team bin. Müsste eigentlich funktionieren, weil die ja immer diese halbe Stunde dazwischen haben. Und ich versuche auch, dass bei jedem Team, dass ich eventuell bei einem anderen Gang bin. Natürlich bin ich ein bisschen mehr bei den deutschen Teams, beziehungsweise bei den Teams aus dem Schwabenland. Aber ich versuche so viel wie möglich abzudecken. Aber wie man jetzt auch hören kann, gehe ich gerade wieder Richtung Aussteller und gucke, dass ich hier noch ein bisschen mehr zeigen kann. Und ich will mir selber auch noch ein bisschen was angucken, aber ich laufe jetzt hier einfach weiter rum und versuche ein paar Sachen mitzufilmen. Ich gehe jetzt mal über den Napoleon-Stand. Das ist, glaube ich, auch einer mit der größten hier. Sieht auch ziemlich cool aus. Die haben wie letztes Jahr diese Scheune wieder drin. Und davor so eine Art Akropolis oder sowas. So, der zweite Gang wird jetzt geschickt. Ich schaue jetzt gerade mal nach einem Team, wo ich zuschauen kann.
Dankeschön, viel Spaß. So, Tag 1 ist jetzt vorbei. Der letzte Gang wurde vor circa einer halben Stunde geschickt. Ich schaue, dass ich morgen noch mehr von den Vorführungen aufnehmen kann. Bei Dick war auf jeden Fall was. Ich glaube, die haben wieder ihren Wurstfüller vorgestellt und haben da Wurst gemacht. Und bei ein paar anderen gab es auch noch ein paar interessante Sachen. Deswegen schaue ich, dass ich morgen eventuell noch ein paar mehr von den Aufnahmen machen kann. Tag 2 auf der Grillweltmeisterschaft. Die ersten Teams haben gerade den Fischgang abgegeben. Ich schaue, dass ich um halb bei einem Team bin. Ich will jetzt ein Team aus Südamerika finden, dass ich bei denen zugucken kann. Und dann gehe ich später nochmal bei den Ausstellern vorbei und schaue, dass ich euch ein paar Aufführungen bzw. Vorführungen vorstellen kann. Und eventuell noch ein paar Produkte, die man noch nicht so oft gesehen hat, beziehungsweise die interessant sein könnten. Den Gesamtsieg hat am Ende Real Smoke Barbecue bekommen, also quasi ein Heimsieg für die. Die sind ja letztes Jahr Deutscher Meister geworden und dieses Mal haben sie die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich hoffe, der Vlog hat dir gefallen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.